Mein Name ist René Stettler, ich arbeite bei der Firma Stüssi und meine Funktion ist Montageleiter. Meine Aufgabe für den Montageleiter ist, das Montageprogramm zu erstellen, wenn wir neue Baustellen haben. Das heisst, welches Element an welchem Tag kommt es auf die Baustelle. Nachher auf der Baustelle Vorgänge natürlich anzeichnen, alles einmessen. Je nachdem, wenn etwas zu montieren ist, vormontieren, bis dann der Auto herankommt. Und dann die Elemente versetzen, je nachdem, was es gibt. Auf der Baustelle instruiere ich meine Leute instruieren. Sagen ihnen, was sie zu tun haben. Und nicht nur für eine Stunde oder zwei Stunden, sondern dass sie wissen, was sie zu tun haben den ganzen Tag. Montageleiter heisst nicht nur im Büro und die Leute am Morgen koordinieren, sondern auch körperlich auch mitschaffen. Dass die Leute auch sehen, dass du mitschaffst, oder dass die nicht einfach sagen, ja, schau jetzt, der faule Hund tut jetzt dirigieren und dann geht er Kaffee trinken oder was auch immer. Oder? Sondern er schafft mit den Leuten gleich mit. Oder? Zeigt zwar, wer was zu tun hat, aber schafft mit. Dann machst du schon Qualitätssicherung in dem Sinn. Weil du siehst es, du weißt, wo Problematiken sind. Du kannst nicht sagen, du, ich habe es nicht gewusst, oder? Wenn mal etwas nicht gut ist. Ein typischer Arbeitstag. Das heisst, wir kommen am Morgen ins Geschäft, versammeln uns, dann gehen wir auf die Baustelle. Wenn wir ein Element zum Versetzen haben, müssen wir uns absprechen mit dem, der Autokran fährt. Wenn wir kein Element versetzen, montieren wir vielleicht Fugenbanden, montieren wir Kosmetik machen oder ja, es gibt tausend andere Sachen, die man machen kann. Gute Vorarbeit, das ist das Wichtigste. Das heisst, das Einmessen, das Bohren, das Montieren, das Vorgängige, bevor das Element kommt, dass alles an seinem Platz ist. Oder? Wenn das nicht stimmt, zahlst du den Kranen, zahlst die Leute, hast riesige Mehrkosten. Ein guter Montageleiter ist einer, der, ich sage jetzt mal wie vorher, Vorbereitung, mal das eine, oder? Aber auch ganz wichtig ist, zu improvisieren. Weil jede Baustelle ist nie so, wie man es meint. Es kommt immer irgendetwas, es läuft nie so, es läuft immer noch so und noch so. Und wenn du da nicht improvisieren kannst, dann bist du am falschen Ort. Meine Arbeit interessant macht, dass ich auch selber entscheiden kann, dass du die Leute dort einsetzt, die gut sind. Oder? Weil jeder kann ein bisschen etwas, oder? Aber der kann das ein bisschen besser, der kann das ein bisschen besser. Was mir da in dieser Firma gefällt, ist das Familiäre, das Miteinander. Ich finde, wichtig ist immer, dass du für die Firma da bist und für die Firma schaffst und nicht irgendwie deine Ego-Schiene durchziehst oder was auch immer. Meine Leute sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, du schaffst tagtäglich mit denen zusammen. Du bist eigentlich mehr mit denen, als mit deiner Frau daheim. Also solltest du sie eigentlich auch gut haben. Schön ist an meinem Job natürlich, dass jede Baustelle anders ist. Nie ist eine gleich. Jede Baustelle hat seine Tücken und seine spezielle Montage, Teile. Und ich war 20 Jahre auf dem Hochbau tätig und habe gemeint, ich kenne alles. Für mich war jede Montage speziell. Es war nie langweilig. Nie.